Grüß euch zurück bei Metal Gear Solid 5, der Phantom Pain. So wie wir das letzte Mal verlassen haben, sind wir da jetzt wieder auf der Mother Base und offenbar pennt der gute Snake da am Heliport. Egal, ich glaube, ich muss, bevor ich da jetzt wieder starte, noch einmal die Dusche benutzen, weil er das quasi nicht abspeichert. Und deshalb werden wir das gleich machen. Und dann werden wir uns sofort den Hubschrauber reinschmeißen. Please select a landing zone. Landing zone. Roger. Okay. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Lass mal einfliegen, den Kollegen. Ich habe auch schon ein bisschen am Plan, was ich machen werde. Ich werde jetzt zwar die Konstellation mit dem D-Doktor noch behalten. Den Walker hier und die Quiet, das schaue ich mir noch an. Aber ein bisschen Geduld noch bis dahin. Ich möchte jetzt einfach da mal die Missions schnell fertig zocken, dass diese Nebenoperationen da erledigt sind alle. Und das möchte ich jetzt eigentlich relativ flott durchziehen und da jetzt nicht wieder Zeit verplempern mit Experimente. Ein paar Nebenmissionen stehen ja noch am Programm und am Plan. Es ist noch eine schwere Infanterie zu erledigen, eine Panzerfahrzeugeinheit, weil soweit ich jetzt weiß oder mich erinnern kann, ist auch noch da, die erledigt gehört. Also werden wir gleich einmal schauen. Aber vorher laden wir mal kurz. Und dann gehen wir gleich rein in die... Na, Tagesbonus gibt es auch wieder. Wer hätte das gedacht? Dann nehme ich mir den gleich einmal. Jo. 500.000. Nicht schlecht. Nein, was war das jetzt? Ach, egal. Gut, so, was habe ich denn gesagt, da Missionen, externe Aufträge, da gleich einmal rein, schon ganz wichtig, weil falls die schon erledigt sind, obwohl glaube ich nicht, weil sonst hätte ich Belohnungen gekriegt, die rennt noch 22 Minuten, die 24 Minuten, no, das ist noch eine schöne Zeit, die da vergeht, und wir schauen mit den Nebenmissionen weiter, ist alles erledigt. Und da haben wir die schwere Infanterie, da müssen wir jetzt noch einmal nach Afghanistan, das werden wir jetzt auch einfach machen. Die ist sehr nahe, die Landezone. Ich werde die nehmen. Die ist mir fast nämlich schon zu nahe, nicht, dass ich da direkt in der Mission gleich drinnen lande. So wie es in Herzfehler schon mal passiert ist, der kann ein Lied davon singen, der hat es nicht so lustig gefunden. Wie er noch nicht einmal aus dem Hubschrauber draußen war und die Leute haben schon mal auf ihn geschossen. Ja, dumm gelaufen, ich hab's gesehen. Und das werde ich jetzt natürlich gleich verhindern. Ja, aktuelle Zeit, ich tue mich da jetzt auf, wie gesagt, so wie es kommt, so nehme ich's. Man muss ja mit allen Bedingungen fertig werden, ne? Mal in der Nacht zocken, mal am Tag zocken, schön abwechselnd. Dann kann sich das Spiel vielleicht auch nicht so genau auf den Spielstil einstellen und die Gegenmaßnahmen wie verstärkte Rüstungen oder eben Nachtsichtgeräte und den Schotter nachjustieren. Norden von Kabul, da waren wir eh schon lange nicht. Oh ja, ich glaube in der letzten Aufnahmerunde waren wir in Afghanistan. Aber es ist in der Nacht, ich habe Glück, es ist finster. Kann ich mich besser an die schwere Infanterie anschleichen. Ich hoffe, mir gelingt es jetzt wieder so geschmeidig wie beim letzten Mal. Okay, Landeanflug beginnt. Ich glaube, eventuell kann es denn sein, dass ich weiß, wo wir da sind. Ich glaube, ich habe einen Verdacht, der mit einem Panzer zu tun hat. Be careful down there,
da jetzt recht erinnern, müsste da die Straße sein. Ja, das habe ich noch immer nicht checkt, die Tasten. Ja genau, das war doch da, wo man diese Panzer so schön fulten kann. Genau, das ist die Stelle. Ich glaube, Tipps und Tricks Folge 41. Und bevor ich jetzt da aber schnell weiter renne, werde ich mir da mal irgendwo einen Marker hinsetzen, dass ich mal so ein bisschen... Der wird wahrscheinlich da sein. Ich vermute, dass die da drinnen herumhängen werden. Ich werde einfach einmal meinen Marker hinsetzen, dass ich auch noch weiß, wie weit es weg ist und. Dass ich einfach ein bisschen Orientierung habe. Ich laufe, ohne dass meine Entfernung zum Marker sich ändert. Geil. Okay, ich glaube, ich liege nicht so verkehrt mit meiner Annahme. Die können natürlich da auch schon rumhängen irgendwo. Der Didi wird es mir eh gleich anzeigen. Extraction arrived at Mother Base. Da vorne, aber das ist nicht die Ziele. Das sind nicht die Ziele, das ist keine schwere Infanterie. Da sind die Ziele. Die kommen da vorne. Da vorne stehen die rum. Ist das nur eines oder sind das mehrere? Momentan kann ich einmal nur eines, ein Ziel ausmachen. Ah, da ist schon das zweite. Das dritte. Naja, sie werden ja schon mehr. Bewegen sich die? Ja, die bewegen sich. Okay. Komm. Mach da keine... Okay, der schon relativ nahe da. Ich muss schauen. Scheiße, bei denen stehe ich auch am Präsentierteller. Und dann mal schauen, was die da machen. Dreht er wieder um? Jetzt steht er mal und schaut. Kann ich die da irgendwie... Na, das geht natürlich nicht, logischerweise. Was ist jetzt mit du, Freund? Was hast du vor? Komm. Stehen die natürlich so aufgefallen, das ist urdoof. Bis ich da jetzt um die rumgeschlichen bin, hat er wahrscheinlich umgedreht und geht wieder in die Gegenrichtung. Ich habe wieder keinen Raketenwerfer dabei, falls es schief geht. Alter, jetzt kommt er daher. Nein, jetzt geht er weg, oder? Jetzt ging er weg. Da, oh shit, da hinten sind die Raubtiere. Ja, genau, die Wölfe sind das. Der kommt her. Ich kann mich jetzt nur beeilen. So, wo ist der andere? Der hat's nicht gecheckt. Der schaut her. Geh runter, Snake. Ich hoffe, dass der nicht aufwacht da. Den habe ich nur betäubt. Der ist nur für 45 Sekunden in etwa down. Das ist mein Problem. Und jetzt kommt der darüber. Scheiß die Wandern. Hat er jetzt den anderen gesehen? Cool bleiben. Scheiße, ich hoffe, er sieht mich nicht. So. Genau, das habe ich gemeint. Die wachen nämlich wieder auf, die Typen. Die sind nicht so lange down, aber jetzt ist eh nur mehr einer da. Oh, jetzt kommt da noch ein scheiß LKW auch noch. Alter, Freunde. Wo ist denn der LKW jetzt? D-Dog, hilf mir, markier ihn. Such, such. Ich möchte ihn nämlich unbedingt fulten. Aber nicht, wenn da gerade der LKW vorbeifährt. Shit, jetzt genau kommt, jetzt kommt der zurück. Ich werde eins machen. Wo ist denn der depperte LKW? Da schleicht dich da, Junge.
Dein Timing ist sowas von beschissen, Freund. Okay. So. Ach, jetzt habe ich die auch noch am Knack. Das kann es jetzt aber nicht sein, oder? Freunde, Freunde, Freunde. Oh, ich wollte ihn ja eigentlich so treffen. So, der steckt aus. Der schaut jetzt... Ich möchte nicht in den LKW rein. Alter, das ist ja fehlig. Schau, der sieht mich nicht einmal. So geht's auch. So, jetzt wachen wir die wieder auf. Ah, warte mal, wie geht das? Den muss ich ja noch runterlegen. So. Die sind aber ziemlich betäubt da. Der auch. Alter Schwede, es wird eine Wissenschaft, die Mission. Aber sie machen es mir nicht gerade leicht, oder? Ich hoffe, die bleiben jetzt liegen, dass sie nicht wieder aufwachen. Jetzt werden wir nämlich den da noch schnell erledigen. Okay, so, und jetzt aber flott, komm. Einmal. Da vorne liegt der Rest, den holen wir uns auch gleich vom Schützen fest. Subject on board. Leave the rest to us. So. Die setzen wir rein. Und das Ganze geht auch noch raus. So. Na gut. War ja für seine einfache Nebenmission, denke ich, einmal recht erfolgreiche Aktion. Subject on board. Leave the rest to us. Da hinten wären noch die Wölfe. Ah, habe ich den nicht getroffen? Na geh. Jetzt. Wo ist denn der? Der ist da hinter dem Berg beim siebten Zwerg wieder. Wieso sehe ich den nicht? Kann es denn das sein? Der ist keine 20 Meter von mir weg und ich sehe den nicht. Ich schieße da jetzt einmal auf einen Verdacht rein. Ah, da schaust, gell? Habe ich dich geweckt? So, aber jetzt. Na, es sind zwei Wölfe, die nehme ich mal schon mit. Ich glaube, die habe ich nämlich noch gar nicht. Gut, das auch erledigt. Und jetzt werden wir gleich noch was ausprobieren. Ob das denn jetzt so einfach geht? Die sind einmal alle Speicherpunkte hat er gehabt. Die Grauwölfe sind auch weg. Da Personalkapazität überschritten. Die Meldung habe ich auch schon wieder. Geht das? Warte, wie geht das? Zurück zur Luftkommzentrale. Da sollte man dann gleich in Hubschrauber drinnen sein. Seit dem letzten Kontrollpunkt geht verloren. Aber ich habe ja gerade einen Speicherpunkt gehabt. Ich riskiere das jetzt einfach einmal. Da muss ich mal nicht wieder den Hubschrauber so mühsam rufen. Schaut gut aus. Schauen wir mal. Die Mission müsste erledigt sein. Wo war denn das? Schwere Infanterie. Ja, ist da.
Ah, die Wacker ist jetzt endlich fertig. Gut. Da haben wir noch einmal eine schwere Infanterie. Und dann haben wir, glaube ich, eine Minenräumung auch. Ah, die ist da oben. Sonst hätte ich... Na, ist gar nicht so weit weg, weil da ist... Ah, na, Blödsinn. Die schwere Infanterie ist da und die Minenräumung, die ist da oben irgendwo. Oder nein, das ist schon wieder in Afghanistan und das ist in Angola. Also da brauche ich überhaupt nicht überlegen. Das ist wieder mal zu weit fürs Fußgehen. Ja, das nächste Mal werden wir die... Wo ist sie denn jetzt? Panzereinheit 02 machen. Das steht jetzt als nächstes am Plan. Da sind wir eh wieder in Afghanistan. Aber das gibt es selbstverständlich erst in der nächsten Folge. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und pfiat euch!